They say you're only young once, young once, but we live for it, we die for it, we live for it. Die wollen jetzt direkt an, wir drücken ja schon in die Staffel. Die Nummer 74, die 65, die 71 und die 20. Deswegen wollte ich warten jetzt einfach mal, ob die kommen. Und jetzt ziehen wir die raus, jetzt sind die Richter. Dann wären wir die 39, die 34 und die 99 an der Reihe. Andreas Kühner ist hier an der Reihe. Da haben wir auch nichts, also da sehe ich auch nichts irgendwie. Der ist gearbeitet hier raus, dann nehmen wir die 74 auch raus, dann müssen wir die mal abholen. Denn wir wollen ja ein bisschen was an der Aaron Prang, würde ich mal sagen. Mit dem Thomas, das wäre die Nummer 65, der wäre auch nicht die Reihe. Ja, jetzt kommt der Rainer Fetter mit seiner Go 105. Ja, komm her, Rainer Fried, das ist schon da keiner Ries, dann muss er raus. Die 65, die ist noch nicht da. Aaron, irgendwo ein Aaron gesehen. Ein Aaron gesehen. So schnell geht das hier, dass der hier aus dem Lust in der Ferne. Und dann haben wir mit der 71 der Josef Schreiner. Aber der Josef hier, der hier danach der Rainer dran. Also Rainer, du passt von mir aus. Der Rainer sagt, wenn der Fliegleiter nicht stehen kann, ich behaupte, kannst du nicht gerne fliegen, in die Lust zu legen, dass wir hier vorne was gesehen bekommen. Auch die 71, der Josef hat sich auch irgendwo an den Essenstand verabschiedet. Dann die Nummer 20 dann nach der 71 wäre, das ist der Rainer Fetter, dann sind wir wieder im grünen Bereich. Also die 71 raus, die 20 lassen wir stehen, das ist der Rainer und dann kann es weitergehen. Da haben wir die 71 hier vorne. 71 ist dran, also er hat sich hier, er steht auch schon eine Zeit lang, er hat sich jetzt nur nicht mit aufgegeben. Der junge Rainer ist da und danach dann der Rainer Fetter und dann sind wir wieder hier, zumindest im 3D-Bereich, im grünen Bereich. Auf der Scaler-Seite da unter die Liste. Oh, da hat hinten einer eine Außenlandung gemacht. Da kann man nicht da leider sortieren, wenn er nicht gekommen. Da scheint irgendwas ausgefallen zu sein. Oder ist da hinten gelandet? Ach, der wartet nur. Ja, dachte der Geschwister. Also, freiwillig stellt sich doch da keiner ins Gras. Und das ist ja schon ein bisschen gemein, was der Heiko Fischer da macht. So drüber zu schon sein, richtig kann aber noch. Also ich darf dich mal kurz informieren, Heiko, was dein Papa gerade hier gesagt hat. Heiko, einer der beiden Initiatoren mit seinem Papa zusammen hier vom Heidelberg auf Adelberg fliegen. Und ich war gerade auf der Suche nach dem angemeldeten Zettel von Heiko, aber da haben wir keine Nummer gefunden. Und dann sagt der Papa, also nee, der Heiko hat keinen Zettel, der Heiko hat die Doppel-Null. Ja, jetzt kriegst du dann. Es gibt ganz Ärger, das ist ja schon gelandet. Da ist er doch, 113 hat er.
Das ist das, was wir eben auf der linken Seite sehen. Auch das ist so ein Klassiker bei den Amerikanern. Die Freikräfte, die müssen ja lassen. Mit Fahrer, mit CA und der Gleiche. Das ist übrigens im Eigenbau hergestellt worden. Das ist in der Welt von der Familie Fischer, gibt es mittlerweile auch zu Berlin geblieben. Also das ist nichts, was man durch eine Stange kaufen kann. Das muss man schon bei den Fischers kaufen, wenn man sowas haben möchte. Da haben wir ziemlich ein bisschen leid, wie wir das umgesetzt haben. Ne? Das ist alles so gebracht, hat, wie es war. Und bei dem Double-System, die wir verbaut sind, die Windows, die Anstellung der Oberblätter, die waren ja ziemlich unterschiedlich sein müssen und so. Also da gab es einiges zu beachten. Ein bisschen leider, das Ganze zu konstruieren und zu bauen. Aber jetzt liegt es an der Seite, die so richtig am Alter ist. Also da ist 20 Meter breit, mal 2. Ja, das kann nicht die ganze 4,40 Meter. Und Abwechslungsstation noch als Ergänzung der Gehörigen 23 Kilometer. Ah, den Applaus hast du dir verdient, natürlich. Nun, das ist nicht, dass ich nur noch die Chance, sondern eigentlich eher für die Konstruktion machen wollte.